Herr Willing, wir kommen gerade aus der Diskussion Kooperation oder Konfrontation, das Verhältnis zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung. Mit Blick auf die anstehende Gesetzesänderung bei den Anzeigepflichten, was wäre da so Ihr Hauptkritikpunkt im Hinblick auf Kooperation? Der Hauptkritikpunkt bei der Anzeigepflicht von Steuergestaltung ist, dass wir keinen abgrenzbaren, klaren Rahmen haben. Das heißt, die Regelung ist uferlos und führt dazu, dass wir eher zu mehr Konfrontationen bekommen als zu mehr Kooperation. Und Kooperation ist wichtig im Verhältnis zwischen Steuerpflichtigen auf der einen Seite und der Finanzverwaltung auf der anderen Seite. Ich würde mir mehr wünschen, dass wir versuchen, eine Umsetzung mit Augenmaß auf den Weg zu bringen, sodass wir dann tatsächlich das internationale Level Playing Field damit auch erreichen. Ist es eine Art auch von Standortpolitik, die man dadurch betreiben könnte? Auch die Finanzverwaltung ist einer der klassischen Standortfaktoren. Das heißt, hier brauchen wir eine Verlässlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine gewisse Rechtssicherheit. Für Investoren ist es sehr wichtig, dass es eine Verlässlichkeit und eine Rechtssicherheit bei ihrem Investment gibt. Nur das gibt die Möglichkeit, einen sicheren Standort dann tatsächlich auch zu gewährleisten.